Wir gehen schon direkt rüber. Danke, Marcel. Dankeschön. Genau. Der Turner-Silbermedaillengewinner in Rio. So, um das noch zu zeigen, genau, ich nehme mal das Mikro hier. Das ist, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist unser Billy Boy. Genau. Damit wird trainiert. Was macht man mit dem? Ich habe vorher schon mal probiert hier. Der ist 40 Kilo schwer ungefähr. Also ich kriege den kaum überhaupt nach oben gezogen. Also man kann ein paar Überwürfe mit dem trainieren und... Das gucken wir uns direkt an. Ich sehe gerade, die Matten sind schon ganz schön dünn. Ne? Ja, dann vielleicht geht das mal so mit halbem Schwung. Also oder viel so. Besser wird es ja mit einem lebenden Modell gehen. Ja, wenn du dich zur Verfügung stellen würdest. Ich würde mich auch bereit erklären. Ich würde mich auch bereit erklären, dass du mich wirst. Na klar. Ich spring mit. Ist ganz einfach. Wir dabei, wir sind dabei. Ich hab meinen Arm und ich bin einfach runter. Die Zeit haben wir leider nicht. Wirklich, ist der Arm. Nein, haben wir nicht. Sonst können wir es nicht machen. Sonst müssen wir direkt mit dem Flugvollern weitermachen. Genau, aber eine Aktion damit, geht das? Na gut, bin ich aber noch mal rausgekommen. Ja. Wir zeichnen das auf und Sie können es danach auf swr.de sehen. So. Aber will ich verletzen? Ja, also aufgewärmt. Ja, nee, wie packt man denn ab und zu? Da kann man ein bisschen weg. Das sah doch schon super aus. Ist ein Applaus wert. Aber du bist wirklich hin? Ich muss ein bisschen die Sendung weitermachen, aber danach sehr gerne. Ich drücke dir das mal in die Hand. Danach wirklich sehr gerne. Aber jetzt machen wir kurz weiter. Ich bin gespannt. Hier sind wir. Genau. Deshalb den Applaus gab es schon. Vielen Dank nochmal, Frank Stäbler. Gerne beim nächsten Mal wiederkommen, nach dem nächsten Erfolg. Es geht ja auch noch Richtung Rio. Dann, richtig. Genau, dann großer Favorit bei den Olympischen Spielen. So, jetzt gehen wir weiter zum American Football. Da fand nämlich gestern das Halbfinale sozusagen der deutschen Meisterschaft statt. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben gegen Dresden gespielt und sind zum vierten Mal jetzt in den German Bowl eingezogen. Das ist das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Und das war eine richtig spannende Angelegenheit gestern. Vanessa Sieg war dabei.